Sehr geehrte Generation Z, fühlt sich jemand angesprochen? Ich glaube eher nicht. Sehr geehrte Generation Y, ein paar Gesichter werden wir finden. Liebe Babyboomer, ich kann jetzt aber auch sagen, liebe Silver Surfer, und ich glaube, da haben wir die meisten denn damit erschlagen und begrüßt, im Sinne von, dass sind die Personen, die natürlich gerne und affin sind diesen Themen gegenüber, die aber nicht aufgewachsen sind mit den Medien und mit diesen Dingen, die ich gerne mit Ihnen besprechen und beleuchten würde. Generation Y würde ich gerne etwas akademisch, aber auch sehr praktisch beleuchten. Ich würde gerne berichten aus Praxiserfahrungen, aus Projekten, was Klienten schildern, was ich in Beratungsprojekten erlebe. Und das ist zugegebenermaßen nicht basierend auf einer Empirie, die wir immer wieder prüfen können, im Sinne von, wie ist das in Meta-Studien? Ich war eben beeindruckt, 87 Studien, das meta-analytisch ausgewertet, da haben wir ganz klare Bilder, die da entstehen. Das ist eher auch sehr stark geprägt von Augenblickserfahrung und Eindrücken. Aber ich glaube, es ist wichtig, mal darauf zu schauen gemeinsam, denn die Frage, die im Raum steht, und die ist gar nicht so klein, die war aber zwischen zwei Extremalpolen. Und der eine Extremalpol, der heißt, andere Generationen waren immer anders. Ja, gucken Sie sich die langhaarigen Affen bei der Bundeswehr an, in den 70er Jahren, Sie kennen diese Bilder vielleicht noch aus dem Spiegel, nicht? Also fast po-lange Haare unter dem Stahlhelm, was dann zu Haarnetzforderungen führte. Denken Sie an die Generation, die in Landtagen, beispielsweise in Hessen, Herr Fischer, legendär, mit Turnschuhen auftraten. Im Moment haben wir die Piraten, die legendär anders sind als andere. Denken Sie an Kriegsheimkehrer, die wieder ganz andere Werte mitbrachten. Denken Sie ans Harzburger Modell, die Personalentwicklungs- und Organisationsentwicklungsexperten unter Ihnen, was die erste Demokratisierung brachte in Management in Deutschland. Wir hatten also immer Veränderungen und Anforderungen. Man könnte sich so locker zurücklehnen und könnte sagen, naja, das ist ein Phänomen, was immer schon mal war. Generationen sind anders, aber wir können das ja abschleifen. Das schaffen wir als Organisation. Und viele Organisationen, Sie haben gerade einige erwähnt, die hier am Standort sind, es gibt aber auch viele andere, die sind in ihrer Kultur so normativ, die schaffen das schon, den jungen Mann, die junge Frau auch so rumzuschleifen, dass sie dann entsprechend wieder ihre Flausen, ihre Andersartigkeit vielleicht verlieren, könnte man meinen. Eine Position. Die andere Position, und Sie sprachen von den Fragen, die es mehr wären, das ist genau in diesem Spannungsverhältnis zu diskutieren. Die andere Position ist natürlich zu sagen, wir stehen vor paradigmatischen Veränderungen. Geschäftsmodelle brechen heute weg. Wer von Ihnen hat denn schon mal eine Online-Apotheke bestellt? Wer von Ihnen bucht mittlerweile seine Reisen online und informiert sich per Google Earth, wie es da aussieht am Standort, bevor man irgendwie einen Riesenkatalog wählt? Mich ärgern mittlerweile diese Riesenkataloge, weil sie nichts aussagen, aber sie verbrauchen sehr viel Papier und sie sind halt etwas große Medien und das alte Geschäftsmodell Reisebüros. Und so können wir das weiterdenken. Auch Ihre Industrien, wenn Sie aus der Industrie kommen, sind in gewisser Weise betroffen. Auch die Berater sind betroffen. Wir reden mittlerweile über E-Coaching, über Telecoaching, über Medien, die sich in diese klassischen Geschäftsmodelle des 1:1 auch eindringen und dann stärker für uns entsprechend das Geschäftsmodell verändern. Und in diesem Extremalmodus, in diesen beiden Breiten, würde ich gerne mal einige Gedanken dazwischen legen und gerne mit Ihnen auch diskutieren, wo geht da die Reise hin? Die Frage, also sind wir davor, komplett eigentlich die Organisation von heute zu hinterfragen? Wenn man das alles so richtig hart interpretiert, was man liest über Generation Y, müsste man fragen, sind die überhaupt noch führbar? Sind die überhaupt noch in eine Organisation zu bringen? Werden die tradierten klassischen Großorganisationen demnächst komplett ihre Mannschaften verlieren, weil kein Nachwuchs kommt? Oder aber sind wir unterwegs in eher so einer mittleren Perspektive, die ich aus meiner Profession, aber aus meinem Naturell sowieso empfehlen würde. Wir müssen mal genau hinschauen, was letztendlich dort im Einzelnen passiert. Bevor wir das tun, würde ich Ihnen gerne eine kleine Einstimmung zeigen. Denn vielleicht haben Sie den Kalender gesehen und auch mal draußen am Wetter. Wir sind wieder unterwegs in dem Stress. Ne? Es sind noch so gut 6 Wochen, ein paar Tage. Ich weiß nicht, ob Sie schon Weihnachtsgeschenke gekauft haben, aber es kommt auf Sie zu. Aber das können Sie ja mittlerweile online machen. Und dann wird das alles punktgenau, just in time geliefert. Morgen ist 24. stehen dann 32 Amazon-Pakete bei Ihnen vor der Tür. Sie können es auch einpacken lassen, geht auch. Dann sind Sie bestens gerüstet. Ne? Also will heißen, Weihnachten steht vor der Tür. Aber lassen Sie uns mal ein Gedankenexperiment machen. Nehmen wir an, diese biblische Geschichte wäre nicht vor gut 2012 Jahren passiert, sondern nehmen wir an, diese Geschichte würde heute passieren.
Ja, also es wird auch gezählt, wenn Sie gleich sehen, es gibt auch die gleichen handelnden Personen. Aber nehmen wir mal an, diese Personen müssten jetzt sich auf diese Reise machen, würden halt dieses biblische Ereignis, die Geburt von Jesus Christus, erleben. So wäre es gewesen, wenn es heute gewesen wäre. Aber ich glaube, es führt ganz gut in das Thema ein, um einfach dieses konstruktivistische Moment der anderen Wirklichkeitskonstruktion sich mal anzuschauen. Wie sieht denn eigentlich aus die Welt aus dem Blickwinkel von Generation Y? Und wir hatten gerade gehört in dem Vortrag von der Frau Dr. Reichert, nur 15% der Firmen hätten eine Social Media Policy. Allein diese Aussage ist für eine Generation Y-Generation eine Aussage, die da heißt, geht völlig am Thema vorbei. Social Media können Sie über Regulierung gar nicht mehr greifen. Social Media bewegt sich in einem Bereich, wo wir sagen, es ist meine Privatsphäre. Natürlich können wir in Organisationen sagen, du darfst im Job nicht Facebook betreiben, kenne ich viele Organisationen. Oder du darfst im Job dich nicht um berufliche Netzwerke kümmern. Auch das ist häufig zu beobachten. Aber das Thema, ob ich mich da bewege oder nicht, ob ich bereit bin, mein Wissen zu teilen, ob ich bereit bin zu diskutieren, ob ich einen neuen Job annehmen soll, was Sie beobachten können. Es wird mittlerweile sehr offen über Jobofferten im Internet von jungen Leuten diskutiert, wo man früher gesagt hätte, deutsches Arbeitsrecht, Vertrauensbruch, Grund für außerordentliche Kündigung. Also, dass das passiert, das können Sie heute beobachten. Und deswegen denke ich, ich versuche in dem Vortrag immer mal wieder einen Blick drauf zu machen, wir müssen überprüfen, ob wir mit unserer Brille drauf gucken oder ob diejenigen, über die wir gerade sprechen, mit ganz anderen Brillen auf das Thema gucken und ganz andere Werte, ganz andere Einstellungen, ganz andere Perspektiven dahinter haben. Und ich glaube, das führt an dem Thema, so wäre mein Rat, meine Idee, mein Gedanke dazu, ein Stück weiter zu sagen, was sind eigentlich die Dinge, die dahinter liegen, die Muster, die wir da sehen. Ich habe den Vortrag gegliedert
in fünf grobe Blöcke. Ich würde gerne ganz kurz mal drauf gucken, ist das Thema überhaupt relevant für uns? Ein paar Ideen aus den eben Gesagten habe ich dazu schon gesagt. Ich würde gerne noch einen Tick weitergehen, um diese Brenzlichkeit, weil Sie erleben ja einen Hype in dem Thema. Sie sehen es ja überall, es wird ja alles aufgeschlagen, selbst die klassischen Journalien machen damit auf. Stern, Fokus, alle haben das Thema mittlerweile für sich entdeckt. Also was steckt da eigentlich hinter? Was macht das Thema eigentlich so attraktiv oder so brenzlig? Dann ein Blick auf das Thema Normen und Werte. Normen und Werte ein Stück auch im Spiegel der Zeit, aber besonders fokussiert auf das, was wir vermuten, was mit dieser Generation da aktuell los ist. Ich sage das bewusst in dieser Richtung, was wir da vermuten, denn ich glaube, wir haben noch kein klares Bild darüber, über die Frage, ist diese Generation ein Massenphänomen? Oder sind das immer nur diese Einzelnen, die wir an Hochschulen antreffen beispielsweise, oder die wir dann in Betrieben nach der Hochschule antreffen, die sehr gut qualifizierten, akademisch ausgebildeten Menschen aus eher Ballungsräumen? Wenn wir für die eine Aussage treffen, ist das ja schön. Die Frage ist, gilt das universell für alle? Gilt das auch für sehr konfessionell gebunden aus ländlichen Bereichen mit geringer Netzabdeckung beispielsweise? Die Frage müssen wir uns schon gefallen lassen, müssten wir in dieser Diskussion auch sehr seriös mal diskutieren. Komme ich später drauf. Dann die Frage, stehen wir vor einem kulturellen Paradigma? Also ist das tatsächlich so ernst zu nehmen, dass wir daraus als Organisationen zumindest Ableitungen treffen sollten? Dann die Frage, was heißt das für Führung und Kommunikation? Und einfach einen Ausblick, den ich gerne Ihnen geben würde, was ich im Moment so für mich sage. Wie kann man eigentlich das Thema weiterentwickeln? Weil es ist eine, wie gesagt, doch ambivalente Situation, in der wir stecken. Ich fange mal ganz vorne an. Als ein Realbild, ich war vor 2 Wochen auf einer Hochzeit. Trauzeugin und Trauzeugin, beide in der Ansprache. Also kennen das. Feierlich, ein bisschen witzig, lange dran, vorbereitet und gefeilt. Und ich habe sie beide gefragt, ob ich das Bild verwenden darf, wer jetzt hier nicht irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern. Das Bild sieht so völlig normal aus, dass das eine Hochzeit ist. Wenn ich jetzt weiter aufklappe, werden Sie sehen, warum ich das heute mitgebracht habe. Das ist das Bild, wenn man es sich gesamt anguckt. Wenn Sie sagen, ja, ist ja nicht normal, ist ja nicht ungewöhnlich, ja, dass wir früher im Papierzettel da standen, heute steht im iPad da. Wenn die Zeitung aufschlagen und dann lesen, dass das Orchester, das Sinfonieorchester von Paderborn, muss sagen, Paderborn, also es ist nicht Berlin, es ist nicht Saarbrücken, es ist Paderborn. Sie fangen an, ihre Papiernotenbestände aufzulösen und kaufen jedem Musiker ein iPad, damit er dann hoffnungsvoll einen vollgeladenen Akku hat, nicht? Und hoffnungsvoll auch entsprechend im richtigen Stück zur richtigen Zeit ist, sozusagen vom Blatt spielt, vom elektronischen Blatt, vom digitalen Blatt. Also, es gibt eine ganz andere Affinität. Jetzt kann man sagen, ja, das ist eine Mode, das ist eine Entwicklung, die da ist. Das gestehe ich gerne ein, aber lass uns einfach einen Schritt weitergehen, wie das heute sich darstellt. Warum ist das Thema eigentlich so brenzlig? Also warum reden jetzt alle über dieses Thema? Wir haben 2 Phänomene. Wir haben auf der einen Seite offensichtlich eine Werteverschiebung, was Arbeitswerte angeht. Wir haben auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass wir perspektivisch diese Generation verdammt brauchen, um halt Arbeitsmarkt, um halt Nachwuchs, um Fachkräfte in Organisationen noch zu bekommen. Weil wir wissen halt aus der demografischen Entwicklung, dass das Thema relativ schnell schattig wird für Deutschland. Wir hatten mal eingeladen, einen CDU-Politiker in eine Veranstaltung, der sagte, wir müssten auf jeden Fall erstmal in den deutschen Betten die Dinge wieder in Ordnung bringen. Meint natürlich damit, sehr flapsige Aussage, diese Reproduktionsraten erhöhen, also von dem unter 1 pro Person oder bei der Paarbeziehung unter 2 nach oben zu drehen. Das ist ja ein ehrenwertes Anliegen und ein ehrenwertes Projekt. Und die Frage ist am Ende des Tages, wann wird sich das auswirken, wenn wir heute das hinbekommen würden, was da mit dieser flapsigen Formulierung gemeint ist. Das heißt, wir sind ohnehin in der demografischen Entwicklung angekommen, wo wir uns fragen müssen, wie können wir zukünftig noch geeigneten Nachwuchs für Organisationen generieren. Und das wird immer in der aktuellen Diskussion als Hype durchs Dorf getrieben, im Sinne von Demografie trifft uns als Deutschland schon schwer, haben wir noch nicht bemerkt gehabt in den letzten Jahren. Das lese ich zumindest, wenn ich die ganzen Artikel so mal aufschlage. Ich habe ein Haus von 1936 vor ein paar Jahren gekauft in Berlin und im Keller lag ein altes Lexikon, ein Volksbrockhaus. Ziemlich braune Soße, will ich Ihnen gar nicht zumuten, was da alles drin stand, aber es gab ein Kapitel, deutsches Volk.
Und zwar, Sie kennen diese Glockenkurven vielleicht, die immer wieder bei der Demografie gezeigt wurde. Im Brockhaus von 1936 steht drin, Prognose für 2000, das deutsche Volk hat Schwierigkeiten mit Aussterben. 1936. Gut, damit konnte man vielleicht ein bisschen was Ideologisches begründen, aber man will sagen, die klassische Problematik, dass wir einen Rückgang haben werden, es war vor den schrecklichsten Folgen des Zweiten Weltkrieges, dass wir eben so viele Menschen noch im Zweiten Weltkrieg verloren haben. Das ist ein Phänomen, was uns schon in der neueren Zeit eigentlich bekannt sein hätte sein dürfen. Aber das ist ein anderes Thema, ist gar nicht mein Hauptargument heute. Ich will nur sagen, warum ist die Gen Y-Diskussion eine Diskussion, die wir führen? Weil wir halt merken, und gestern gab es einen Vortrag zum Thema Employer Branding, zum Thema Attraktivität, weil wir merken, wir müssen halt irgendwie attraktiv bleiben, auch für eine neue Generation. Weil wir uns überlegen müssen, was brauchen diese jungen Frauen und Menschen, Männer, denn in Organisationen, was ist für die wichtig? Wie sieht für die ein idealer Arbeitsplatz aus? Und das ist der Begründungszusammenhang, warum eben alle im Moment sagen, naja, Generation Y, das ist etwas, was wir uns genau angucken müssen. Wir diskutieren gerade mit großen Konzernen die Frage, dürfen wir noch Assessment Center für Trainees durchführen? Früher war das so, wenn Sie im Großkonzern oder bei einer großen Unternehmensberatung durch diese Hürden gegangen sind, dann war das klar, das ist ein Ritterschlag, ich habe mich dem ausgesetzt, ich habe mich neudeutsch challengen lassen und ich habe das bestanden, also bin ich erfolgreich. Heute sagt man, ach nö, finde ich eigentlich nicht so schön, ich habe drei andere Angebote, wenn du das unbedingt mit mir machen willst, kannst du machen, bin ich aber nicht dabei. Frage von Bereitschaft, sich eben auch in entsprechenden Leistungsmodellen, in entsprechenden Momenten auch dem auszusetzen. Anderes Phänomen kann ich Ihnen auch kurz berichten, großes Krankenhaus, Universitätsklinikum, nicht hier in dem Bundesland, kann ich sagen, anderes Bundesland, aber hier ist, glaube ich, nicht anders. Da berichtet mir die Chefärztin der Anästhesie, dass sie so entrückt von ihren jungen Kollegen ist. Die jungen Kollegen, die sagen ihr ganz klar, du weißt, wie es bei mir ist, 17 Uhr muss ich nach Hause. Aber auch wenn der Patient auf dem Tisch liegt, ja? Unabhängig davon. Klar, der bleibt da nicht alleine liegen. Ja? Also man lässt ihn nicht da einfach liegen und wacht dann auf dem OP-Tisch auf, das ist klar. Aber es ist ein Druck da, zu sagen, Erwartungshaltung. Als Anästhesist, wo natürlich, so, ich bin kein Mediziner, aber ich würde das mal so vermuten, Flexibilität ein Teil des Geschäftes ist, weil Anästhesist kann ständig eine Not-OP und irgendwas dazwischen kommen, dass das Momentum, private Dinge dann auch höher zu gewichten, scheinbar auch im Fluss ist, scheinbar auch sich entsprechend entwickelt. Es kommt eins dazu, und ich werde gleich nochmal tiefer auf die Werte eingehen. Wir diskutieren im Moment mit vielen Organisationen die Frage, habt ihr noch genug Führungsnachwuchs? Also gibt es Leute bei euch, die sich dem aussetzen wollen zu führen? Oder auch das Positive zu erleben, was Führung heißt. Man kann es ja so rum oder so rumdrehen. Und das Interessante ist, gerade auch im öffentlichen Sektor, dass sehr viele klagen darüber, dass eigentlich wenig Personen da sind, die sagen, ich habe Lust darauf, mich sichtbar zu machen. Ich habe Lust darauf, mich auch in Führung zu begeben. Und das mag was mit einer Werteverschiebung zu tun haben. Es können auch nur Phänomene sein, wo wir sagen, ja, sind vielleicht temporär, die ändern sich vielleicht wieder. Ich würde die Prognose wagen, es hat schon sehr viel damit zu tun, dass sich die Generation, die wir im Moment in den Organisationen haben, Sie sehen das an dem Bild, die Generation Y kommt gerade rein, Generation Z komme ich gleich drauf, die ist noch nicht so richtig da und die anderen Generationen sind natürlich in den Organisationen, dass diese Generation schon verschobene Erwartungen hat, was die Werte angeht, was auch die Bereitschaft für Karriere angeht. Karriereorientierung für diese Generation heißt was ganz anderes. Karriereorientierung für die Generation heißt nicht, schnell, möglichst schnell auf irgendeiner Position angekommen zu sein, sondern Karriereorientierung für diese Menschen heißt, eine sinnvolle Tätigkeit nachgehen zu können, die sie jeden Tag herausfordert. Schwarz-Weiß, ich habe darauf hingewiesen, wir müssen genau in die Generation reingucken. Aber das höre ich aus vielen Organisationen, dass das sehr klar als Mantra tatsächlich vor diesen Menschen hergetragen wird. Das sind die klassischen Schichtungen, Sie kennen die. Wir reden über die Babyboomer-Generation, die haben einen klaren Ethos gehabt, die hieß, für die Arbeit leben. Die kamen aus einer Erfahrung von Krieg, von Zerstörung, von letztendlich puritanische Werte machen uns erfolgreich. Da sind wir Deutschen natürlich auch noch Experten in dem. Puritanische Werte führen uns dann letztendlich auch zum Erfolg hier auf Erden und wenn man ganz gut ist, auch vielleicht im Jenseits. Generation X, das ist auch manchmal als Golf-Generation bezeichnet, gibt es da sogar Bücher zu, die Generation Golf, die hat schon eher die Balance gesucht, Arbeit um zu leben, also nicht mehr nur noch den Selbstzweck der Arbeit und ich ordne alles unter, sondern ich suche eine Balance. Und Generation Y, wenn man es sehr, sehr, sehr pointieren will,
die haben letztendlich eher die Perspektive auf erst leben, dann arbeiten. Zumindest behaupten das Einzelne. Und ich habe immer, wenn ich das auflege, nach Vorträgen, so dann einige Zuhörer, die sich der Generation zugehörig fühlen, die sagen, Moment mal, so einfach ist das nicht. Vollkommen richtig. Aber wenn es wirklich mal pointieren will, wo gehen denn so die Reisen, die Gesamtwerteverschiebung hin, dann ist das schon etwas in dieser Richtung zu sehen, dass wir hier Akzente in dieser Richtung haben. Ja, wie ist das im konkreten Zeitablauf? Wir haben mittlerweile schon eine Diskussion, die geht weiter. Also wenn Sie am Abendbrottisch den Eindruck erwecken wollen, dann sagen Sie gleich, ich habe heute die Generation Z auch schon gesehen und diskutiert. Und sagen, die Frage ist, was kommt danach? Die ist noch nicht in den Organisationen, aber die werden kommen und die werden nochmal andere wieder Werteverschiebungen in die Organisationen bringen. Aber der Gedanke, was ist eigentlich diese Generation Y? Generation Y wird immer beschrieben als diejenigen, die natürlich geboren sind, mit digitalen Medien, die sind schon vorhanden. Generation Z ist letztendlich dann die Generation, die von Generation Y großgezogen wird oder von der beeinflusst wird. Generation Y ist eben sehr affin für diese neuen Technologien. Aber wissen Sie, das für mich Entscheidende ist gar nicht, ob die privat ein Internet haben, ob die privat surfen, ob die privat alles eins zu eins durchstellen. Die Frage ist, passiert das vor dem Hintergrund von einem hohen Verantwortungsbewusstsein und einer Reflexion? Oder passiert das relativ unreflektiert? Ich mache dazu mal ein Beispiel, was ich damit meine. Es gab bei Daimler heißen die mittlerweile, bei Daimler eine große Azubi-Veranstaltung, Auszubildende. Ist ja auch immer schön, wenn der große CEO mal alle einlädt. Also das ist ja beim Daimler-Konzern nicht nur so ein Saal wie hier, sondern es sind dann mehrere Tausend, was in Daimler-Werken so an Menschen ausgebildet werden. Und Herr Schrempf war in guter Laune und hat geplaudert und hat ein bisschen erzählt, wie es denn so ist und was für Modelle geplant sind, wollte also ein bisschen stolz auch auf diesen Arbeitgeber machen, was in neuerer Zeit, vielleicht haben Sie das verfolgt, ja beim Stern nicht immer so ganz einfach ist. Ne? Also das Thema Aufladung des Images ist natürlich wichtig. Hat ein bisschen erzählt, wie so die Prognosen sind, wie es finanziell aussieht, so, also vorsichtig, nicht zu viel. Ja, was machen die jungen Leute? Können Sie sich vorstellen, wir haben es gerade bei Maria und Josef ja gesehen. Die twittern, die machen Facebook. Ich sitze gerade bei Daimler, ich Foto von ihm gemacht. Ne? Schrempf gibt aus Prognose, Jahresumsatz steigt um 3,5% Pop, rein in Facebook. Ne? Der war noch nicht im Office angekommen, auf dem Weg hatte er schon Anruf von seinem Assistenten, dass sich ja die Stock Exchange in New York gemeldet hätte, warum er denn keine Ad-Hoc-Mitteilung rausgeben würde, denn hier wären über den Markt Nachrichten vermittelt worden über die wirtschaftliche Lage des Konzerns. Ja. Sie lächeln vielleicht bei dem Punkt jetzt, aber wissen Sie, was in Kununu über Ihre Firmen steht? Haben Sie schon mal reingeguckt? Über dieses Arbeitgeberbewertungsportal? Da kann man sagen, das kann man ja offen lesen. Aber wissen Sie, was in Facebook, in den geschlossenen Gruppen über Sie als Organisation diskutiert wird? Wir haben es durch Zufall rausbekommen, noch in meiner Kienbaum-Zeit, haben wir ein großes Projekt für einen der großen Luftkonzerne gemacht, gibt da nicht so viele davon, und haben da Assessment Center für einen Führungsnachwuchskreis gemacht. Und durch Zufall haben wir rausbekommen, dass es bei Facebook eine geschlossene Gruppe gibt, wo die Teilnehmer, die schon dabei waren, aufgeschrieben haben, ihre Erfahrungen. Das geht für Hochschulen wahrscheinlich ähnlich. Wahrscheinlich müssen sie aufpassen, dass nicht irgendwie Klausuren und alles Mögliche irgendwo schon mittlerweile komplett sichtbar in geschlossenen Zirkeln sich bewegt. Die haben es alles aufgeschrieben und haben sozusagen einander vorbereitet darauf, dass sie diese Assessments bewältigen können. Da kann man sagen, wie blöd sind die denn eigentlich, das zu tun? Daran sehen Sie auch ein Stück Werthaltungsverschiebung. Das zu öffnen, Transparenz zu machen, ist ein neueres Wertemoment. Früher hätten vielleicht auch Babyboomer und Generation X gesagt, pass mal auf, ich sag dir doch nicht, wie mein Assessment war. Ich bereite dich doch nicht darauf vor. Dann bist du ja besser als ich. Also wir haben dort auch eine Verschiebung schon von dieser Werteperspektive. Ich will nur ein Beispiel dazu machen, wo wir das genau erleben. Also die Frage ist natürlich dann, was hat das für Konsequenzen und für Relevanz für die Zukunft? Aber das sollten wir gewiss sein. Wir haben da draußen eine Öffentlichkeit, die wir nicht mehr beherrschen können. Ich habe das mit Nokia verfolgt, mit ihrem Foto, wo behauptet wurde, dass dieses Foto, was da gemacht wurde, mit diesem neuen Handy gemacht wurde und in der Spiegelung einer Scheibe die Profikamera zu sehen war, mit dem das Foto wirklich gemacht wurde und es einen riesen Aufschrei im Internet gab, dass das alles gefaked wäre und alles gelogen wäre. Das können wir über diverse Perspektiven übertragen. Wenn wir über Employer Branding, gestern Abend war das Thema auf dem Programm, wenn wir über Employer Branding reden, müssen wir eins einfach sagen, Lügen haben extrem kurze Beine bekommen durch diese Medien.
durch Kununu. Und Sie können darauf warten, dass irgendwann kommt, rate your boss, rate your supervisor, wie sie auch alle denn heißen. Wir haben das rate your prof ja schon, da gab es dann auch heftige Diskussionen um Persönlichkeitsrechte. Aber da sind wir kurz davor, wenn nicht schon dabei, dass wir eine Öffentlichkeit geschaffen haben und eine Öffentlichkeit da ist, die insbesondere von der jungen Generation befeuert wird, die letztendlich auch Großorganisationen große Schwierigkeiten bereiten kann. Da sollten wir gewähr sein. Noch ein anderer Gedanke, dann gehe ich nochmal tiefer auf die Werte ein. Wer von Ihnen spielt denn ein Instrument? Gitarristen auch wahrscheinlich, ne? Keine Gitarristen? Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe es durch Zufall von einem jungen Mann erfahren. Auf YouTube gibt es die besten Gitarrenschulen der Welt mittlerweile. Und? Also ich habe noch gelernt, klassische Gitarre, da muss man halt bis zum Erbrechen, entschuldigen Sie den Ausdruck, Fingerübungen machen, bis man mal den ersten Akkord spielen darf und Spaß haben darf. Sie können sich mit YouTube mittlerweile gewisse Instrumente aneignen, wenn sie nicht zu kompliziert sind, wo Sie ohne eine einzige Kenntnis von Noten, von Fähigkeiten, das Musikinstrument relativ gut spielen können. Ja. Also hier der Hinweis, den Sie auch gemacht haben, die Frage von, wie verändert sich Lernverhalten in der Zukunft? Das führt natürlich zu etwas, zu einem gefährlichen Halbwissen. Es ist ja nicht so, dass diese Menschen jetzt richtig gut Gitarre spielen können, sondern die können ein Lied beispielsweise spielen. Aber das haben wir auch als Verschiebung. Und es wurde vorhin beim Thema Multitasking gesagt, das erleben wir auch. Multitasking, ja. Aber was wir erleben in vielen Organisationen als Feedback ist, die Qualität nimmt ab. Und ich habe nach meiner Funktion bei Keybaum, jetzt auch in einer neuen Funktion, mit der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin ein Forschungsprojekt begleitet. Das geht jetzt die Tage in die Veröffentlichung. Da haben wir mich gefragt, genau, was verschiebt sich denn in diesen Werten zum einen und zum anderen haben wir gefragt, was hat das für Konsequenzen für Arbeitsverhalten? Und ein Momentum kann man ganz klar sagen. Die sind vielleicht schneller, das sieht alles interessanter aus und das ist alles sehr, sehr innovativ und technologisch. Die Qualität, das Innehalten, Nachdenken, das ist etwas, was von vielen, die wir da befragt haben, zurückgemeldet wurden, das erleben sie schon, dass das eher im Rückwärtsgang ist. Also Multitasking muss nicht unbedingt ein Selbstzweck sein oder ein Ziel an sich. Also ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Typische Zitate, die wir sehen. Generation Y, wenn man das so stigmatisierend gerade heraus sagen darf, die suchen halt immer wieder die Legitimation, die suchen einen Job, der für sie persönlich entwickelnd ist. Und ich weiß nicht, ob Sie das erleben mit diesen jungen Menschen heute. Ich erlebe das mit jungen Beratern sehr stark. Die wollen eigentlich jeden Tag die Führungsrolle legitimiert haben. Wenn Sie junge Leute führen wollen, dann können Sie nicht sagen, pass mal auf, das ist meine Rolle und so ist es halt. Das gibt es in gewissen Industrien noch. Ja. Aber wenn Sie in Wissensindustrien sind, wo Leute sind, die sowieso 5, 6, 7, 8 andere Offerten hätten und woanders arbeiten können, dann wollen die permanent auch eine Legitimation haben von dem, warum derjenige, der da vorne steht oder der jetzt im Organigramm vorne steht, warum der auch Dinge beeinflussen darf. Und Legitimation ist dann für diese Generation sehr stark im Helfen, im Entwickeln, Sparringspartner sein, um voranzukommen. Also hier, we want an exciting job. Es muss auch okay sein, von zu Hause zu arbeiten und so weiter. Also wir haben hier eine Verschiebung, was das Thema angeht. Wenn wir es mal ein bisschen konkreter machen, was sind eigentlich so die Unterschiede? Da sehen Sie das sehr schön im Bild dargestellt. Es gibt so ein paar klare Stärken, die wir, auch hier wieder schwarz-weiß argumentiert, eher bei dieser Generation wiederfinden, was wir sehr stark dort sehen. Wir haben diese Multitasking-Fähigkeit, die sehen Sie dort genauso wie die Vernetzung, wie das dynamische Moment, das Thema Offenheit. Also die alte Diskussion, die wir über die letzten 20 Jahre zum Thema Wissensmanagement geführt haben, warum denn Wissen nicht geteilt wird, das ist jetzt hier deutlich anders. Ich meine, wer von Ihnen pflegt Wikipedia mit, weiß ich nicht, aber Wikipedia zum Beispiel ist nur aus freiwilliger Arbeit entstanden. Oder im Hochschulkontext habe ich gerade von einem Kollegen an der LMU gehört, es gibt im mathematischen Bereich Softwareprogramme, die sind kollaborativ entwickelt worden im Internet, anonym, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Und das Handbuch dazu wird auch, so wie Sie es beschrieben haben mit diesen E-Mails, wird von einer anonymen Gemeinschaft gepflegt. Wahrscheinlich natürlich Wissenschaftler, weil es ist so abgedreht, was da passiert. Das kann kein Normalsterblicher, der sich nicht tief mit dieser Mathematik da beschäftigt, verstehen. Aber es machen Menschen, obwohl sie nicht gesehen werden. Obwohl nicht da steht, das Programm wurde entwickelt von. Das machen Menschen. Und die Frage ist, warum machen das Menschen? Ohne gesehen zu werden, ohne Anerkennung dafür zu bekommen. Aus sich heraus, aus einem Leistungsmotiv heraus. Und das, denke ich, ist etwas, das müssen wir, wenn wir diese Generation ein Stück verstehen wollen, auch auf uns zukommen lassen und sagen, warum ist denn das so? Wie ist denn das anders? Also wir haben da große Stärken, die sich letztendlich
aus dieser Perspektive ergeben. Wir haben aber auch klare Erwartungen. Das Thema Work-Life-Balance haben wir schon klar angesprochen. Das ist sehr, sehr, sehr stark und sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Wir haben auch das Thema Weiterbildung, wir haben das Thema Entwicklung und dieses CSR, was da steht, also dieses soziale Gewissen, Corporate Social Responsibility. Also das Momentum, das haben wir natürlich bei dieser Generation auch, dass die Erwartungen an den Arbeitgeber im Hinblick auf Sinnhaftigkeit, im Sinne von wir tun was Wertvolles, das natürlich sich auch verschiebt. Rüstungskonzerne diskutieren im Moment sehr intensiv. Wo kriegen wir noch zukünftig Personal her aus dieser Generation? Das kann ich Ihnen an der Stelle sagen. Aber das Thema auch Atmosphäre, Partizipation, Schnelllebigkeit sind auch Dinge, die letztendlich von der Generation viel, viel stärker eingefordert werden als von anderen Generationen. Die Erwartungen an Veränderungsprozesse beispielsweise sind ganz andere heute, als wir sie klassisch vor 5 bis 10 Jahren uns vorgestellt haben. Natürlich hieß es immer, wir müssen Betroffene beteiligen. Aber hier ist Mitsprache tatsächlich gefordert und wird eingefordert. Warum? Weil sie einfach gewohnt sind, ganz viele kritische Fragen auch in ihrem Privatleben ganz offen mit anderen zu diskutieren. Das ist also schon eine Verschiebung von Werten, von Erwartungen, die da entsprechend sich abbilden. Also wenn Sie das sehen, das führt Organisationen schon entsprechend an ihre Grenzen zum Teil und bringt Herausforderungen. Ja, was ist mit diesem kulturellen Wechsel? Wenn wir uns das mal angucken, auch wieder hier schwarz-weiß argumentiert. Immer gibt es Grautöne bei beiden Welten. Wenn man sich eine klassische alte Welt anguckt, dann ist vieles an Führung doch sehr stark auch an kontrollierender Führung orientiert. Zielvereinbarungssysteme, die einmal im Jahr abgerechnet werden, Performance, die daran dann entsprechend gemessen wird, Bonus, der daran bemessen wird. Wir haben in der Vergangenheit sehr stark eine Ähnlichkeit und Profilpassung gesucht. Ich weiß nicht, ob Sie das selber erleben in Ihren Organisationen oder die Sie beraten. Viele haben sehr professionelle Talentmanagementsysteme sich geschaffen. Mit Kompetenzmodellen, mit hervorragenden Auswahlinstrumenten, mit Förderung. Und viele stehen heute und sagen, verdammt und zugenäht, wir haben da richtig gute Pole und Kreise. Aber sie sind alle so ähnlich. Sie sehen alle gleich aus. Die tragen alle dunkle Anzüge oder dunkle Kostüme. Die denken so gleich. Die sind alle so international wie irgendwie alle. Aber das Thema Diversity, das Thema Unterschiedlichkeit ist uns dabei auch etwas abhandengekommen. Also das ist auch ein Momentum, was klassisch auch eher aus einer alten Welt steht. Enge Unternehmensverantwortung, Ehrgeiz und Fokus auf die Arbeit. Es muss doch, seien Sie doch dankbar, wenn wir Ihnen Karrieremöglichkeiten anbieten. Ich habe gerade so eine Interviewstaffel hinter mir in einem großen Unternehmen, wo ich gestaunt habe, mit welchem Selbstbewusstsein eher gegengefragt wird, im Sinne von, was bietet das Programm, was kommt rum für mich, wie sieht denn das praktisch aus, wie kann ich das zu Hause und so weiter, kann sich vorstellen. Und ich mache da kein Geheimnis draus, aus meiner Generation hat mir gesagt, danke, dass ich die Chance bekomme, in dieses Programm zu kommen. Da verschieben sich Wertemuster, da verschieben sich auch Wertepunkte. Soziale Verantwortung, Teamwork und Spaß und Technologie und Medien natürlich auch. Ich sitze in so einem Ehrenamt beim Bundesminister der Verteidigung und begleite den Beirat innerer Führung in Fragen von Führung und Professionalisierung. Und da sind wir auch ab und zu im Auslandseinsatz unterwegs. In mehreren waren wir da schon, in Kosovo und Afghanistan. Und was erstaunlich ist, früher haben Soldaten halt noch zusammengesessen abends, um halt auch so ein bisschen Spannung zu nehmen. Mittlerweile sitzen die alle in ihren Zelten, Kammern, wie die jeweils organisiert sind, und sind in ihren sozialen Netzwerken unterwegs. Mit den Folgen, das haben Sie vielleicht verfolgt, da gab es einen Film, in der ARD, glaube ich, war das, der relativ, wie ich finde, auch nicht so ganz einfach, also den Tod von Soldaten da so eher sehr humoristisch dargestellt hat, wo dann Einzelne auch sehr deutliche Worte gefunden haben. Was aber wiederum, da kommen wir zum Thema, können wir das mit einer Policy oder mit einem Regularium überhaupt in den Griff bekommen, was dazu einzelnen Soldaten dazu hingereißen hat lassen, mal ein paar deutliche Worte zu finden an der Stelle. Was dann natürlich auch geahndet wurde und so weiter. Nur das will heißen, das können Sie im Zweifel als Organisation nicht mehr kontrollieren, was da passiert. Sie können nur eins machen, und das sagen auch die Medienwissenschaftler, Sie können nur in die Richtung gehen, Medienkompetenz zu entwickeln, zu sagen, das muss im Blick entsprechend bleiben. Also, wo stehe ich in der Diskussion? Das Thema ist irgendwie relevant und insbesondere relevant wegen Demografie. Das Thema ist relevant, weil wir eine Werteverschiebung haben, zumindest beschreiben können, ob die seriös vorhanden ist. Da hatten wir gestern was gehört zu. Da müsste man nochmal weiter reingehen. Ist es ein generelles Phänomen? Ist es nur ein Phänomen von Akademikern in Ballungszentren? Oder? Die Frage müssen wir natürlich stellen. Aber was ich von vielen Klienten gespiegelt bekomme, ist, da gibt es massive Verschiebungen aktuell und heute, die in die Richtung gehen. Manche gehen jetzt daher und sagen,
Manche gehen jetzt daher und sagen, wir sind eigentlich vor einem Clash of Cultures. Das war das Mikro. Okay. Manche sagen, Moment, wir sind in einem Clash, oder wir stehen vor einem Clash of Cultures. Auf der einen Seite, was ich geschildert habe mit den Anästhesisten, die da sehr pflichtbewusst als Chefärzte sagen, wir können jetzt hier keinen zurücklassen, wir können keinen auf dem Tisch liegen lassen ohne vernünftige Begleitung. Und auf der anderen Seite junge Leute, die da sagen, Achtung, ich habe hier auch eine klare Präferenzstruktur. Diese Präferenzstruktur möchte ich in meinen Organisationen auch abgebildet wissen. Das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist jetzt ein Extrembeispiel, das kann das kleine Projekt sein in der Organisation, das kann die Frage sein, wie du lässt deine E-Mails noch ausdrucken, wie blöd bist du eigentlich, das kann sein, wie hinterwäldlerisch bist du und so weiter. Das kann natürlich zu einer relativen Spannung und zu einer intensiven Fraktion auch führen. Deswegen ist die Frage, stehen wir vor so etwas? Oder wie ich es eingangs gesagt habe, schaffen wir es, aufeinander uns zuzubewegen oder schaffen wir es, die jungen Leute abzuschleifen? Wie auch einige meinen, Soziationserfahrung muss man halt machen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre und Sie können auch alle Ihre Zitate, die Sie vielleicht in Ihrer Biografie mal so gehört und gesehen haben, da ergänzen. Nur denken Sie dran, wir sind sehr abhängig als Organisation von dieser Zielgruppe. Was heißt das, wenn wir auf die Frage kommen, wenn wir also meinen, wir haben eine Werteverschiebung, wenn wir meinen, wir würden gerne auch in Richtung dieser Generation arbeiten, würden uns was überlegen, wie das anders aussehen kann, dann kommen wir schnell auf eine Vielfalt von Themen, die letztendlich relevant sind. Super, dann mache ich es wieder aus. Danke. Dann kommen wir auf eine Vielzahl von Themen, die relevant sind und ich würde mal das ganz in den Zentrum machen, das ist das Thema Offenheit, nämlich das Moment, dass Führungskräfte im Umgang mit dieser Generation eine ganz andere Frage an Offenheit für sich reklamieren müssen oder auch zeigen müssen. Wir kommen zu dem Thema Nutzen auch von vielseitigen Kommunikationskanälen, anderen Kommunikationskanälen. Also wenn wir heute noch traditionell sagen, wir beginnen einen Veränderungsprozess damit, dass alle in den großen Saal kommen, wie Sie das hier heute gemacht haben, dann ist die Frage, ist das sozusagen, was in Zukunft noch der Weg ist? Ich habe einen Klienten, der traut sich eins zu machen, der hat einen Blog geschaffen, und da kann man Vorschläge für eine Veränderung, das ist jetzt nicht die ganze Organisation zu verändern, so eine kleine optimierende Veränderung. Da kann man Vorschläge einbringen. Und wenn es gelingt, 7 Follower zu bekommen, Sie haben es gerade bei der Weihnachtsgeschichte gesehen, also Menschen, die das gut finden, dann wird das ernsthaft geprüft. Und jetzt kann man natürlich irgendwann so weit gehen, sagen, man schafft einen Automatismus dafür, um das zu machen. Andere Arbeitszeitmodelle, Freiräume. Also Sie sehen, das soll das Bild zeigen, es ist ein großes Rad an Themen, die wir uns anschauen sollten und müssten, wenn wir wollen, also wenn wir A annehmen, diese Werteverschiebung passiert wirklich und B, wenn wir meinen, wir müssen als Organisation tatsächlich uns daraufhin bewegen. Siemens beispielsweise macht eins, das sehen Sie hier, dem Hinweis Förderung von Mixed Teams. Siemens macht Mentorprogramme. Und zwar Mentorprogramme kennen Sie von früher, älterer Herr, ältere Dame nimmt sich jungen Mann, junge Frau unter dem Arm. Die machen es genau umgekehrt. Junge Mann, junge Frau nimmt ältere Mann, Dame unter den Arm. Silver Surfer wird von jungen Leuten angeleitet, was alles Schönes im Internet geht. Extrem interessanter Gedanke, weil ich glaube, alleine über das Kennen und erstmal Kennenlernen der Möglichkeiten wächst auch Verständnis für gewisse Dinge. Ich sehe den Timekeeper und ich komme auch zum letzten Thema, um das etwas abzurunden. Also wenn wir das alles uns nochmal vors Auge führen, Demografie drückt uns, zumindest in einzelnen Berufsgruppen, sprechen wir heute schon von Fachkräftemangel, es wird auf sich verschärfen, das zumindest ist recht wahrscheinlich von den Prognosen. Wir haben, und das können auch Shell-Studien und alle anderen Studien zeigen, schon veränderte Berufspräferenzen dieser Population, über die wir reden. Ob das generalisierbar ist, das hatte ich mehrfach methodisch eingeschränkt, müssen wir noch genauer rausbekommen. Mir ist keine Studie bekannt, die soziologisch schichtet. Wir müssen genauso schichten, wie wir das machen, zum Beispiel bei der Parteienforschung. Also was sind varianzaufklärende Faktoren für gewisse Werte und Einstellungspräferenzen dieser Menschen? Da müsste man ran eigentlich grundlegend. Deswegen empfehle ich aus dem Abgeleiteten und Gesagten, erster Punkt, wir sollten sehr, sehr sensibel diesen Trend weiter verfolgen. Wir sollten sensibel, und da ist diese Veranstaltung ja auch ein Beitrag zu, wir sollten sensibel ausleuchten, was steckt hinter diesem Feld wirklich. Wir müssen uns auch angucken, wenn die heute so sind, verändern sie sich im Laufe ihrer Berufskarriere?
Denken Sie auch an die Grünen-Diskussion, die sind auch mal mit Turnschuhen aufgelaufen. Wenn Sie einen Herrn Trittin heute erleben, dann könnte der Spitzenmanager, Spitzenpolitiker bei jeder Partei sein, allein nur von seiner Äußerung. Ich will es gar nicht als inhaltlich werten. Ja? Also es verschiebt sich ja auch hier. Vielleicht erleben wir das auch bei den Angehörigen von Generation Y, die sagen, naja, wenn ich jetzt Chef werde, werde ich mal ein bisschen meine Life-Balance-Haltung zurücknehmen. Wir wissen das nicht. Das Thema strategische Einbettung ist wichtig. Wenn Sie zum Schluss in Organisationen kommen, das ist ein Thema für uns. Wir müssen uns was überlegen. Dann heißt das auch, wir müssen gesamtpersonalstrategisch drauf gucken, was heißt das? Wir haben beispielsweise vor kurzem mit einer Polizeibehörde diskutiert, wie schaffen wir das, dass junge Leute, die zu euch kommen, nicht nach 4 Monaten schon so frustriert sind, dass sie sagen, ich sage es mal ganz deutlich, scheiß Dienstherr. Warum ist das so? Weil eine ganz starke Gewerkschaft der Polizei, die in dem Bundesland dann auch noch parteipolitisch unterwandert ist, den erklärt, die Arbeitsbedingungen sind unmöglich. Die können aber ganz stolz auf diesen Dienstherrn auch sein. Und die Frage ist, wie machen wir Talentmanagement in einem Kontext, wenn ich nach 4 Monaten schon so eigentlich innerlich verbrannt bin und sage, gut, ich habe den Arbeitgeber gewählt, weil kalkulativ ich da Geld verdiene. Aber ehrlich gesagt, das interessiert mich gar nicht. Ich würde es auch nicht weiterempfehlen. Im Übrigen eine Diskussion, die ich gerade auch mit dem Bundesministerium der Verteidigung führe, wir haben es vielleicht verfolgt, dass die über die Hälfte der Berufssoldaten diesen Arbeitgeber nicht mehr weiterempfehlen würden, ihren Kindern und Freunden. Natürlich für das Thema Commitment, Einstellung und entsprechend Begeisterung sehr, sehr abträglich ist. Wichtig ist, denke ich, eins, dass Führungskräfte qualifiziert werden in dieser Frage. Und nicht bitte, wir erklären Ihnen jetzt mal, wie es funktioniert, sondern das heißt, im Zweifel auch irritiert werden. Irritiert werden mit Facebook-Einträgen von Mitarbeitern über ihre Organisation. Irritiert werden darüber, wie eigentlich eine Reflexion ihres Führungsverhaltens aus einer Gen-Y-Perspektive aussieht. Sie kennen vielleicht alle diese Seniorenversuchsanzüge, was Sie davon mal gehört haben. Das wird mit Krankenpflegern viel in den ersten Lehrjahren gemacht. Man sagt, komm, zieh dir mal so einen Anzug an, dass du so ein Gefühl hast, wie ist denn das, wenn du jetzt einen alten Menschen betreust, mit Gesichtsfeld und Gelenke. Haben Sie durch Zufall dabei, Herr Igel, ne? Können Sie ja mal... Können Sie ja mal ausprobieren. Nein, aber ich übertrage es mal mit dem Thema Generation Y. Wir müssen halt genau das auch hinbekommen. Wir müssen Führungskräfte irgendwie in sinnbildlich einen Anzug stecken, dass sie einen Perspektivwechsel hinbekommen, sagen, wie ist denn das aus Sicht dieser Generation? Ich sage nur, ich bin 44, mich überraschen viele Dinge schon von jungen Leuten, die mir manchmal erzählt werden. Mich überrascht das einfach. Mich überraschen Präferenzmuster. Und das muss man, glaube ich, erstmal dann auch einer breiten Masse von Führungskräften auch erstmal nahebringen, dass wir das nachvollziehen können. Ja, letzter Punkt, Innovationsmanagement. Nutzen Sie diese Diversität, nutzen Sie die Spannung, die entsteht. Lassen Sie es nicht zum Culture Clash kommen, sondern nutzen Sie die Spannung, die daraus resultiert. Weil ich denke, wenn Sie das clever machen, zum Beispiel in Projekten und beide gut zusammenpacken und gut auch zusammenarbeiten lassen, dann wird da auch ein Schuh draus, dann nutzen wir nämlich die Unterschiedlichkeit, die da ist. Wenn wir es zur Stigmatisierung kommen lassen, dass die Alten, so wie ich das gerade bei diesem Anästhesiebeispiel beschrieben habe, in Alten in Anführungszeichen sagen, da sind die faulen Säcke auf Deutsch und die vice versa das sagen, dann haben wir in Organisationen wirklich Bruchlinien irgendwann. Und diesen Punkt sollte man eher positiv wenden. Das heißt, man lädt es positiv auf und geht dann in Richtung des Innovationsmanagements. Ich komme zum Schluss. Eingangs wurde es gesagt, Change Management. 13 Jahre, 6 Monate war ich Keenbaum-Partner und ich habe das jetzt auch mal verändert und habe mit einigen Kollegen aus der Industrie, aber auch Beratungskollegen, eigenes Beratungsunternehmen gegründet, nennt sich HR Pepper. Wir beschäftigen uns mit den ähnlichen Fragen, versuchen es nur etwas pfeffriger anzustreichen und ich hoffe, das ist mir ein bisschen gelungen zu der frühen Stunde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.